2005 zu den Damen aufgestiegen, habe die Juniorinnen übersprungen sozusagen, hatte eine gute Leistung 2005 und durfte gleich mit dem Damenkader spielen. Schon eine sehr aufregende Sache gewesen und bis heute hin habe ich die Möglichkeit gehabt, in der Nationalmannschaft bei den Damen zu spielen. Und letztes Jahr war die große Reise nach Chile, da hatten wir die erste Weltmeisterschaft oder ich die erste Weltmeisterschaft. Ja, und es war schon ein aufregendes Erlebnis. Erzähl mal ein bisschen aus Chile. Man sagt es ja, Brasilien ist weitläufig großes Faustballland. Wie ist das in Chile? Wie war die Begeisterung da? Wie viel hat man mitbekommen vom Land? Erzähl mal ein bisschen. Also wir hatten die Möglichkeit, ein paar Tage vorher anzureisen. Klar, man musste sich auf Klima und Zeit auch umstellen. Ja, es ist so, dass in Chile war nicht so viel Publikum. Also es ist schon so, dass das noch immer unpopulär ist. Ne? Und gerade an den Wochenenden oder an den Tagen, wo wir die WM hatten, war halt beim Finaltag sehr viel Andrang und man hat auch gesehen, dass die Begeisterung da war, auch gerade von der Jugend war viel Publikum da. Im Nachhinein hatten wir auch noch die Möglichkeit, in 2 Wochen in Chile zu verbleiben und wir haben uns das ganze Land nochmal mit angucken können, von Norden bis Süden, und das war halt schon ja, ein großartiges Erlebnis. Ja, das möchte ich glauben, das möchten wir mal kurz auf das Spielfeld auch wieder zurückkehren. Mit den tollen Erlebnissen aus deiner Vergangenheit sehen wir jetzt momentan nicht so rosig die Zukunft. Der Schwan liegt hier mit 5 Punkten hinten und man ist jetzt gezwungen, im ersten Satz hier zu punkten, weil sonst wird es eng. Ah, da sind sie sich nicht einig, fehlende Kommunikation und der Punkt erneut. Berlin, so richtig ist Schwerin noch nicht drin. Und jetzt sehen wir, ist das der Trainer, der da auf der... Jetzt gibt es eine Auszeit. Ist das richtig? Ja, es steht 10-5. Wenn ich jetzt aber richtig gesehen habe, ist der letzte Punkt an Berlin gegangen. Es müsste 11-5 stehen, somit ist der Satz beendet. Der erste Satz geht an Berlin. Ja. Ja, damit ist der erste Satz schon beendet, denn jetzt gibt es eine kurze Besprechungs... Wie ist das eigentlich? Kann man im Faustball als Trainer eine Auszeit nehmen? Weil beim Volleyball ist es möglich, ich glaube, bis zu 3 Auszeiten in einem Satz zu nehmen. Wie ist das beim Faustball? Bei uns ist es einmal möglich. Ne? Einmal pro Satz? Einmal pro Satz, genau. Ist die Möglichkeit da. Aber ich glaube, ich muss mich verabschieden. Ich muss jetzt mich selber warm machen, weil wir das nächste Spiel dann haben. Aber vielen Dank. Ja, dann viel Glück und vielen Dank für die Infos, die wir da mitnehmen konnten. Und wir konzentrieren uns jetzt auf den zweiten Satz gleich, den wir haben. Und wollen schauen, ob ihn den jetzt besser gestalten kann. Man hat doch sehr, sehr nervös gespielt. Viele leichte Fehler gemacht und deshalb den Satz auch relativ klar und zu Recht abgegeben. Bereit, um den ersten Satz aufzuschlagen. Als lange Variante gespielt. Visiana keine Probleme mit der Annahme. Kommt sie nicht mehr richtig hin. Nicht gut gelöst. Und Schwerinerin Wenzel. Passler mit dem Schlag und jetzt Hürst mit der Möglichkeit für Schwerin. Kurze Variante. Gut geholt. Und das war der Punkt durch Ulrike Schubert. Die kurze Variante, zu spät entdeckt von den Schwerinern und damit 1-0 für Berlin. Diana Hürst mit der Angabe. Nicht richtig getroffen von Ulrike Schubert. Ärgert sich entsprechend. Und Martina Müller greift in diese ja, fast stangenartiges Netz. Und damit der Punkt
für Schwerin. Es läuft nicht bei der Mannschaftsführerin, der Schwerinerin, und das heute an diesem wichtigen Tag. Das ist schade. Diana Hürst. Der langen Variante. Gut vorgespielt. Und Schubert. Mit dem Ball, der zu weit ist. Und damit der Punkt für Schwerin. 2:1 und man versucht sich da neu zu motivieren auf Schweriner Seite. Schubert. Sehr gut geholt von Hürst. Der Ball lang rüber geschlagen. Von Mara Ludwig. Und Schubert erneut. Und der war in diesem den Ball das Netz gestreift. Das darf er nicht. 2:2. Der war gut gerade so drinnen. Die kurze Variante. Gut aufgepasst. Das gut gelöst und jetzt Hürst mit der Möglichkeit. Und den hat sie sich schön ausgeguckt. Und das 3:2 im zweiten Satz für Schwerin. Da kommen sie alle zusammen, motivieren sich nochmal. Und Müller. Und da kommt keiner hin an diesem kurzen Ball und die 4:2 Führung für Schwerin. Ein Erfolgserlebnis für Martina Müller. Das hat sie gebraucht. Das braucht sie in diesem Spiel. Weil bisher lief es nicht für sie. Mast holt den Ball wieder gut aus der Ecke. Und Diana Hürst mit dem Klasseball. Keine Abwehrmöglichkeit. 5:2 und Schwerin jetzt im Spiel. Passler mit der Angabe. Oh, so Glück gehabt, dass sie noch kriegt und hört. Direkt ausgeschlagen und die Möglichkeit für Berlin jetzt hier einen vernünftigen Angriff aufzubauen. Und Schubert. Und der ist zu weit. Da haben sie lange vorher ausgerufen, aber so weit war der gar nicht aus. Das war noch relativ knapp, aber 6:2. Und das Motto gerade ausgegeben von Diana Hürst. Einem nach dem anderen. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen und das Eichhörnchen Schwerin nähert sich gerade dem ersten Satzgewinner. Und Müller findet erneut die Lücke zum 7:2. Und Wechsel bei Berlin. Hoppe kommt jetzt für Schubert. Aber Passler mit der Angabe. Und Müller ist dran und damit für Mast nicht zu holen der Ball.
Punkt für Berlin. 7:3. Diana Hürst. Und das war hervorragend geholt von Sabrina Nixdorf. Martina Müller jetzt mit der Chance abgewehrt. Durch Visian und Hoppe. Mast hat den Ball geholt. Nixdorf und Müller mit der kurzen Variante. Haben die Berliner gut aufgepasst, kriegen den Ball aber nur kurz rüber. Gut geholt von Hürst und Müller. Bringt den Ball rüber. Und jetzt die Möglichkeit für Schwerin ganz in Ruhe. Nixdorf und Müller. Und sie trifft ihn nicht richtig. Es bleibt nicht ihr Tag heute. Zu 4. Hürst. Hoppe holt sich diese Angabe. Und Passler mit dem Angriff. Mast mit wenig Problemen. Nixdorf und Müller. Und erneut Passler. Und Netzberührung und damit Punkt für Schwerin 8:4. Passler jetzt erneut mit der Angabe. Von Hürst mit der kurzen Variante. Die Berliner frühzeitig gut gesehen, können sich den Ball holen. Und auch das wird eine kurze Variante werden. Aber sie springt ins Netz und damit der Punkt für Schwerin und damit der Satzball für den ESV Schwerin. Oh, da war ja natürlich 9:4, war ich ein bisschen voreilig. 2 Punkte noch bis zum Satzgewinn. Und es Hoppe mit der Angabe kurz. Und da haben sie geschlafen auf Schweriner Seite. Der Punktgewinn. Und 9:5. Für Schwerin, die jetzt mit Diana Hürst wieder die Angabe stellen. Und Hoppe wird den schlagen. Kein Problem für Hürst. Nixdorf und Martina Müller jetzt mit dem Schlag in die Mitte. Keine Gefahr. Wieder Hoppe. Und den Schlag hat sie gut gekriegt, kam keiner hin. 9:6.